Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Train Fever Folge 99. Wir sind eine Folge vom Jubiläum entfernt und das freut mich total. Wir sind hier in Harburg, wo ja unsere letzte Schnellbahnstrecke beim letzten Mal entstand. Da steht auch tatsächlich einer der Züge im Bahnhof, dürfte uns hier jetzt gleich entgegenkommen. Ich habe jetzt überlegt, was tun wir während dieser letzten Folge noch. Ein größeres Projekt anzufangen lohnt natürlich nicht wirklich. Und da habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach Folgendes. Und zwar kommen wir bei und schauen uns mal ein paar Problemlinien an. Ich habe nämlich festgestellt, dass einige der Linien so überhaupt nicht wirklich gut laufen. Und dadurch, dass wir den keine Kostenmod aktiviert haben, erkennen wir diese Linie natürlich sehr gut. So, deswegen dachte ich mir, okay, gucken wir uns doch mal ein paar dieser Linien an, die wirklich lange Laufzeiten haben oder einfach umsatztechnisch unter aller Kanone sind. Und damit würde ich vorschlagen, verbringen wir dann diese Folge und polieren die mal ein bisschen auf Hochglanz, wenn wir rausfinden, woran es liegt, dass sie nicht so wirklich gut laufen. Ich kann hier nicht wirklich sortieren, das ist schade. Ich würde aber einfach mal vorschlagen, wir gucken mal so ein bisschen. Also das hier zum Beispiel, ne? Gütertransport 14 ist definitiv eine Linie, die nicht so richtig gut läuft. Erstens mal hat sie einen Takt von 9 Minuten. Das ist schon mal ganz schlecht. So, lass mal schauen. Und obendrein liefert sie uns keine Einnahmen. Das kann nur eine Sache bedeuten. Wir haben hier irgendwo ein Ladungsproblem und nee, wir haben hier ein anderes Problem. Nämlich, wir haben. Aha. Ach Moment, wir sehen hier noch alle Linien, ne? Ja, ist okay. So, nochmal weg. Jetzt zeigen wir nochmal die Linie hier. Nur diese. Ist die hier, ne? Okay. Ach, du ahnst es ja nicht. Ja, dass hier natürlich nichts mehr geht, ist auch klar. Okay. Pausieren. Kommt hier jetzt erstmal der Bagger. Und wahrscheinlich müssen wir sogar noch ein bisschen mehr da wegnehmen. Ja. Das ist ja aber auch nochmal echt ein Ministück hier. Ja? Kleiner ging es ja wohl noch nicht mehr, was da im Weg ist. Naja, okay, wir schämen uns nicht. Gut, und hier darf es dann ja eigentlich gerne zusammenlaufen. Da würden wir das alles so ein bisschen verschmälern, aha. Aber warum ist es hier so und da dann so? Egal. Ich hoffe mal, dass wir da einen besseren Takt jetzt erreichen. Und dass wir hier immer noch rüberkommen. Ah, sieht gut aus. Okay, auch der ist noch. Jetzt noch das dritte Gleis, bitte. Jawoll. Was? Nicht genügend Platz? Ah, da kommen wir dann tatsächlich wahrscheinlich an die Kante ran. Okay. Das ist auch nur eine eingleisige Strecke. Das ist also nicht so schlimm. Pass mal auf. Nehmen wir hier nochmal ein Stück weg. Und hier noch ein Stück weg. So. Genügend Platz. Okay. Dann machen wir das anders. So. Okay. Hm.
nicht schön. In Ordnung, dann müssen wir es doch anders machen. Ja, das kommt davon, wenn man denkt, ach, geht ja mal eben schnell, ne? Die bösen Worte, mal eben schnell. So, und jetzt will ich hier... drei Gleise rüber haben. Ah, okay. Dann warte mal. Das ist so eine blöde Segmentierung hier. Liegt das vielleicht daran? Eigentlich nicht. Das ist ein Stück hier. Das ist ein recht großes Stück. Schnittentferner. Hauptverbindung. Okay, also eigentlich haben wir da Platz genug. Verstehe ich nicht. Nehmen wir die mal zuerst, im Gegensatz zu jedem. Nee, es geht nicht. So ist aber auch. Da kommen wir... Achso, oh Moment, das ist ja vor allen Dingen auch das falsche Stück Strecke. Danke. Lass mal sehen. Wenn wir da vielleicht das Ganze noch ein bisschen verkleinern, kommen wir vielleicht doch auf die 3 rauf. Ich muss mal schauen. So. So. Und so, jetzt hat sie ihn gehauen. Sie ist wohl. So. Den dran. Und den rein. Die Linien sehen gut aus. Okay. Damit dürften wir auf dieser Linie dann künftig auch ein bisschen Umsatz sehen. Zumindest hoffe ich das. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier einen Gütertransport. Dieser Gütertransport kommt von hier, würde ich mal sagen. Die produziert, benutzt unsere Linie aber nicht. Ne, ist ja auch kein Wunder, wahrscheinlich wegen den Lieferzeiten, ha? Aha. Sehr interessant, dass die Cargo da jetzt irgendwie wegschlappt. Aber gut, wenn wir nichts, wenn wir nicht vernünftig dort die Strecken liefern können, dann wird das natürlich auch nichts. Gut, schauen wir mal, ob das jetzt dann besser wird. Ansonsten werden wir zum gleichen Trick greifen, den wir auch bei der Linie hier oben in Hummelsbüttel gemacht haben, dass wir dort einfach dann kurz ein paar Tunnel bauen werden. Und dann ist die Sache nämlich dann auch erledigt. So, das dürfte dem System dann hier auch ein bisschen Vorschub leisten. So, aber 0 fand ich nun ganz heftig. So, Erztransport 5 liefert auch überhaupt keine Kohle, obwohl er kein Geld, obwohl er einen guten Takt hat. So, das ist von Alamöhe Nord nach Alamöhe Ost. Das ist die neue Strecke, richtig? Genau. Okay. Der muss sich wahrscheinlich nochmal ein bisschen eintakten. Ich fürchte aber, dass das auch bedeutet, dass wir hier noch nichts produzieren. Nee. Die Produktion ist aber angelaufen. Die steigt auch, aber er will die Linie nicht benutzen. Warum das denn nicht? Liegt es daran, dass hier ein Verladeplatz fehlt? Aber eigentlich nicht, oder?
Das wäre mir jetzt neu, nach all den Folgen, dass er da ein Problem mit hat. Nun gut, dann habe ich eigentlich immer als pure Reaktion auch die Verladeplätze immer mit automatisch dahingesetzt. Ohne in irgendeiner Art und Weise jetzt groß, da mich weiter drum zu kümmern. Schauen wir mal. Hier haben wir ja sowieso einen. Und da oben auch. Also kohletechnisch wird ja schon geliefert. Da müssen wir also nochmal sehen, ob diese Nummer nochmal wirklich in Gang kommt. Wüsste ich so jetzt nicht, werden wir dann sehen. Spannend. So, schauen wir mal weiter. Wir haben hier den Gütertransport 14, den haben wir eben gemacht. So, ich hatte noch so ein oder zwei Linien identifiziert. Gütertransport 2 macht auch keinen Umsatz. Sieht auch nicht gut aus. Straßenfahrzeug 184 muss ersetzt werden. Das ist die SVG Stahlshub 1. Ich fürchte, die wird schon einen Fahrzeugersatz haben. Gammelt dann nur wieder seit hunderten von Jahren in der Ecke rum. Okay, müssen wir uns merken. So, aber den Gütertransport 2 will ich jetzt als nächste Linie sehen. So, das ist der hier. Ja, dass der natürlich nichts mehr transportiert, ist ja auch klar. Weil da habe ich ja jetzt noch Rotenburgs Ort. Oder besser gesagt nicht Rotenburgs Ort, sondern hier Allermöhe kriegt natürlich hier aus der Zuglinie die Güter jetzt, ne? Weil das ja natürlich viel schneller geht. Okay, dann kann ich Gütertransport 2 eigentlich an dieser Stelle auch einstellen. So, dann braucht er da kein Geld zu verschwenden. Sehr schön. So, Straßenfahrzeug 183 ist auch SVG Stahlshub 1. Okay, den gucken wir uns, glaube ich, gleich mal als nächstes an. Obwohl ich eigentlich erstmal so... Du da... Alle Fahrzeuge ins Depot schicken und nach Ankunft bitte verkaufen. Ja, macht nichts. Das ist schon in Ordnung. So. Und dann haben wir hier noch den Gütertransport 22. Der liefert auch kein Geld. Zeig ich mal. So. Unter Winterhude nach Winterhude Zentrum. Aha. Und das liegt daran, dass diese Linie nicht in Gang kommt. Wo ist denn der passende Zug dazu? Der kommt mit Holz. Der jetzt da verarbeitet wird und fertig. So, das ist Holztransport 10. Zug 143 muss ersetzt werden. Aha. Straßenfahrzeug 181, ne, das ist eine andere Linie. Nein, das ist auch SVG Stahlshub. Ja, Fahrzeugersatz. Warte mal, den schieben wir uns erstmal kurz zur Seite. Und gehen da mal hin. Das ist jetzt sehr sinnvoll. So. Ah ja, das sind die, das ist der Autotransporter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 war ja Wagen, hat der. Was mich allerdings gerade ein bisschen wundert, ist, dass der da rumfährt. Warum eigentlich? Ach da, Ottmarschen Anbau, nach Jenfeld Abzweig. Nein, das ist schon richtig, ja, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, und Zug 144, das ist ein Gumpel. Also brauchen wir Dieseltriebwagen. Wir brauchen eine Dreifachtraktion des Sylt-Autozuges. Und wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und sagen Ja zum Autozug. Okay,
Das war aber eigentlich nicht der Punkt, warum ich hier ran wollte. Ich wollte den Zug 127 sehen. Das ist ein Holztransport. Und der kommt nicht in die Gänge. Lass mal die Linie sehen. So. Die führt uns... Ah, das ist natürlich auch kein Wunder, denn ich sehe... Kilometer weit. Was für eine Taktung hat denn der Holztransport 10? Vier Minuten. Toll ist das nicht. Ich guck mal. Ich krieg die Krise. Ja, das ist nicht schön. Aber ich glaube, die einzige Lösung, die es gibt, diese Strecke wirklich noch profitabler zu machen, ist sie abzureißen. Alles andere können wir, glaube ich, knicken. Dafür ist sie einfach zu lang. Ich fürchte, das kommt mit dieser 20-Minuten-Regel nicht hin und fährt da einfach nur volle Kanne vor die Wand. Was man natürlich mal überlegen könnte ist, wir haben hier 126 Holz rumliegen. Und das Ding brummt. Und er wird wahrscheinlich wollen, dass wir mehr... Er will sowieso, dass wir mehr Holz abtransportieren. Aber, dass wir vielleicht von dort aus noch was mitnehmen. Das könnte man probieren. Wir verlängern die Strecke hier nochmal ein Stückchen. Und lassen die dann da mal laufen. Das machen wir aber nicht jetzt. Wir gucken uns jetzt tatsächlich mal die SVG Steilzug an. Einmal hin. So, und es steht in Steilzug. Steht wirklich gewaltig. So, woran liegt das? Das liegt daran, dass wir hier nur ein ganz dünnes Nadelöhr haben, durch das die nicht so richtig durchkommen. So, und ich befürchte, wenn wir jetzt sagen, mach mal breit, mach mal Bus, dann ist hier nicht genug Platz. Es hilft nichts. Wir brauchen hier... Oh. Ja, super. Geht's jetzt? Wahrscheinlich nicht. So. Das... Ach, ich mach das nicht gern. Hä? Ach komm, veralber mich nicht. Die Größe hat es schon. Und hier sagt er mir allen Ernstes. Das ginge nicht. Oh Mann. So, jetzt will ich erstmal da, wo es in irgendeiner Art und Weise geht. Auf jeden Fall schon mal. So, dann lass mich mal gucken. Das ist hier in der Mitte, die beiden Segmente. Das heißt, auch da muss das Haus weg. Immer noch eine Kollision. Immer noch Kollisionen. Aha. Wegen der Haltestelle? Das finde ich ja sehr abgefahren. Und hier sagt er mir auch nicht genügend Platz. Aha. Okay, dann finden wir hier jetzt eine andere Möglichkeit. Nämlich...
Ich zieh mal die Straße hier rüber. Soweit es denn geht. So, schauen wir mal, ob das jetzt was gebracht hat. Zumindest in Teilen. Das kann doch die Wahrheit nicht sein. So, jetzt laufen da natürlich erstmal die ganzen Busse durch. Wenn ich... Steht sie da schon wieder? Oh Mann. So, wenn ich das richtig sehe, kommen die da hinten nämlich schon wieder. Pass mal auf, mein Freund. Stopp. Und du da auch anhalten. So. Müssen wir sehen, dass wir jetzt noch diese Busse da wegbekommen. Und fahrt endlich. Warte mal, ich mogel uns mal den Verkehr hier ein bisschen weg. Ah, guck mal, da wird auch wieder gebaut. Das ist ja prinzipiell nicht schlecht, aber... Das will ich eigentlich gerade gar nicht. Eigentlich würde ich die beiden Straßen ja hier gerne miteinander einfach nur verbinden. Da heult er mich aber wieder voll. Das sind auch diese alten Haltestellen. Mal gucken, ob es uns hilft, wenn ich die jetzt gleich weghaue. Und dann könnten wir hier zum Beispiel schon mal machen. Und eins, zwei, ja? Und hier jetzt vergrößern. Guck mal, auf einmal geht's nämlich auch. Jetzt haben wir nur noch hier das Problem. Okay. Und dann kommt hier... Jetzt kann ich die hier nicht mehr setzen, oder was? Okay. Okay, das ist hier ein bisschen friggelig. So, dann hat er da jetzt die Haltestelle auf jeden Fall erstmal übernommen. So, und jetzt müssen wir sehen, dass wir dasselbe hier im Grunde genommen genau nochmal machen. Ihr dürft gleich nochmal bauen. So, Moment, ich muss mal einen Augenblick pausieren. So, weiter geht's. Wir haben ein Problem und ach, jetzt ist hier das Fahrzeug im Weg. Und jetzt habe ich mich ganz an die Wand gespielt. Verdammt.
So. Und dann kommen wir bei, habe ich immer noch nicht genügend Platz. Brauchen wir eine Bushaltestelle, und zwar diese hier. So, da sind jetzt die Busse weg. Dass ich den hier entfernen kann. Und jetzt geht es hier nicht. Das verstehe ich nicht. Warum ist hier denn jetzt nicht genügend Platz? So. Meine Güte. Bin ich ja schmerzfrei. So. Jetzt muss ich noch die Busse wieder losfahren lassen, die ich angehalten habe. So, und dann haben die hier auch wieder durchaus Platz, sodass sie da nochmal wieder ansetzen können. Okay, ja doch, das ist ganz okay. Das können wir so lassen. Das passt. Siehst du, hier wird auch schon wieder gebaut. Wer sagt's denn? So, das dürfte der SVG Stahlshoop da durchaus nochmal unter die Arme helfen. Schauen wir mal. Okay, gut, sehr schön. Weiter im Takt. Lass mich gucken. Ich hatte da noch eine Sache gesehen, wo ich gesagt habe, boah, das geht ja gar nicht. Takt von 20 Sekunden, Gütertransport 22. Das war der, den wir... Winterhude-Zentrum? Lass mal schauen. Den hatten wir, glaube ich, eben gerade, ne? Ja, das ist der von eben, okay. Gut, da werde ich erstmal nichts weiter bei machen, das ist ein größerer Umbau. Schauen wir mal weiter. ICE Rügen. Könnten wir in der Taktung nochmal ein bisschen verbessern, ebenso wie den Deichgraf. Rügen ist bei wieder 0 Moneten. Nee, aber er fährt. Okay. Gut. Und dann hatte ich noch einen Zug gesehen. Wo ist er? Der fährt mit 8, das ist klar. Hier, 22 Minuten. RE 14620. Den werden wir uns mal anschauen. Hübsch bunt, so. Warum hat er so eine lange Wartezeit? Startet hier in Bergedorf? Eingleisig? Nach Lohbrügge auf dieses Gleis. Da fährt er jetzt raus. Und da wartet er. Und das wahrscheinlich zu lang mit allem Zip und Zap. Aber Moment. Muss mal sehen, wenn wir jetzt... Aha, da fahren... Oh. Ja, okay, das ist natürlich ganz ungünstig. Und über das Gleis kommt auch noch was. Ja, okay. Da können wir wenig tun im Augenblick. Außer... Wir kriegen hier einen größeren Bahnhof rein. Aber das ist jetzt, ich denke mal, ja, die Folge werde ich noch so, na, nicht mal ganz 10 Minuten noch laufen lassen. Lohbrügge müssen wir uns als Umgestaltungsprojekt doch durchaus nochmal abgreifen, weil das kriegen wir so jetzt auf die Schnelle nicht gelöst. Gut, das ist leider alles sehr erklärbar, warum es so schlecht läuft. Den können wir uns auch nochmal angucken. Der hat einen Takt von 7 Minuten, verdient trotzdem 2 Millionen. Das finde ich aller Ehren wert. Aber hier RE 180. Zwei Züge, trotzdem Takt von 9 Minuten. Das erscheint mir nicht so richtig sinnvoll. Gucken, wo der hin will.
Der fährt von Jenfeld nach Rönneburg. Das ist also eigentlich auch kein... doch, es ist schon ein Problem. Da laufen wieder mehrere Züge zusammen, ne? Ja. Auch Rönneburg muss lasttechnisch nochmal überdacht werden. Das funktioniert so nicht. Da brauchen wir eine verkehrstechnische Entlastung. Wenn ich das so sehe, ja, gut, was warten tut hier auf jeden Fall. Okay, also es kommt gerade so ein bisschen wieder der Geist aus der Flasche, dass wir teilweise sehr kleine Bahnhöfe gebaut haben. Und das tut natürlich dann in dem Moment auch weh. So, RE2010, 9 Minuten Laufzeit. Straßenfahrzeug 414 muss ersetzt werden. SVG Stahlshoop ist ein Bus. Das findet ja jetzt statt, oder? Ah, der hat noch keinen. Okay, was ist das? Das ist Van Hool, ist das, ne? Ja. Okidokili. Dann los. So, aber den RE2010 will ich mir anschauen. So. Einmal zu. Und auch hier einmal die Linie, bitte. Sollte ich sie jetzt sehen? Unter aller Mühe nach Reitbrook. Ah ja, okay. Unter aller Mühe, das ist hier. Nach Reitbrook. Aha, wie habe ich denn den gestrickt? Ach da, der kommt von hier rein. Okay. Und auch aller Mühe. Ja, hat dieselbe Krankheit. Das Gleis ist dreifach belegt. Ja, okay. Das macht dann natürlich keinen Spaß. Das ist wohl wahr. Okay, das heißt, auch diesen Bahnhof müssen wir anpacken. Also ihr seht, wir haben auch für die Folge 101 und folgende jede Menge Spielraum. So, dann gucke ich hier nochmal. Da fährt nur ein Cut. 8 Minuten ist auch ein bisschen lang, ne? Von Marmsdorf nach Mariental. Hat das einen Grund, dass ich da nur einen Zug auf die Strecke gesetzt habe? Eigentlich gibt's doch da keinen für. Marmsdorf-Mariental, die ist eigentlich sehr kurz. Aber trotzdem braucht er 8 Minuten, weil auch hier wahrscheinlich wieder fleißig gewartet wird, ne? Ja, da haben wir hier die Wartezeiten. Okay, da müssen wir also auch ran. Gut, also das nächste Großprojekt heißt dann definitiv Warten auf freie Wege. Aha. Ah. Okay, pass mal auf. Das ist eine eingleisige Strecke, was ja eigentlich überhaupt nicht schlimm ist. Aber durch die vermurkste Signalsetzung steht er immer hier ganz am Ende, bevor er losfährt. Jetzt sollte er wieder rollen. Dann steht er nämlich wesentlich kürzer. Genau. Prima. So, dann würde ich sagen, haben wir hier mal ein bisschen Aufräumarbeit betrieben, werden das dann nach dem Jubiläum weitermachen, dann allerdings ein bisschen gezielter, da werden wir dann Bahnhof für Bahnhof abgehen und dann mal zusehen, dass wir da die Sachen ein bisschen aktuellen Standards angepasst bekommen und dann sollte das Ganze auch gewinnen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann heißt Folge 100. Bin mal sehr gespannt. Und ja, danke fürs Zuschauen.